Hi, Sons of the Forest ist seit kurzem im Early Access verfügbar. Und da es mit eines der am meisten auf die Wishliste gepackten Spiele ist, so wie Steam bei Release aufgrund der großen Nachfrage erstmal gnadenlos gecrashed hat, dachte ich mir, es wäre eventuell mal einen Blick wert. Hätte ich gesagt, wenn ich nicht selber schon seit 3 Jahren auf den The Forest Nachfolger gewartet und natürlich zur Release-Minute vor meinem Rechner gesessen hätte und mitverantwortlich für den Steam-Crash gewesen wäre. Jetzt aber genug Vorgeplänkel, gehen wir rein ins Game. Wir, eine Art Söldner, der mit der Rettung eines Milliardärs und seiner Familie beauftragt wurde, fliegen gemeinsam mit unseren Kollegen Fisheye und Calvin hier über eine Insel, werden von irgendetwas abgeschossen und ja. Nachdem wir beobachtet haben, wie unser Pilot in die Tiefe gestürzt und gestorben ist, entscheiden wir uns für das einzig Richtige, es ihm gleich zu tun. Doch durch die sagenumwogene Plot-Armor geschützt überleben wir den Sturz, entscheiden aber, dass es sich noch um keinen Notfall handelt und stecken das Notfallkit brav in unseren Rucksack. Ja, steck weg, kein Ding, alles gut, ich komm klar. Den Sturz haben wir allerdings nicht als einziger überlebt. Calvin hier, dem es die Trommelfelder gesprengt hatte und der nun so aussieht, als seien seine 2 Gehirnzellen in einem konstanten Kampf um den 3. Platz, wird uns von nun an begleiten. Mithilfe eines Notizblocks können wir Calvin aufschreiben, was er für uns tun soll. Erstmal wollte ich mich aber ein wenig umsehen und befahl ihm, mir zu folgen. Bevor ich meine kleine Erkundungstour gestartet habe, entschied ich mich dafür, die Situation nun endlich als Notfall einzustufen und öffnete das Notfallkit, welches eine Axt, ein GPS-Tracker, ein Survival-Handbuch und ein elektronisches Feuerzeug beinhaltet. Die Axt ausgerüstet, überkam ich ganz kurz der Drang, alles auf dem Boden herumliegende wegzulooten, doch nachdem ich mich davon losgerissen hatte, begann ich damit, mich mit den einheimischen Tieren mal ein wenig anzufreunden. Calvin und ich hatten noch ein bisschen Spaß beim Steine hin und her werfen, ich schnitzte mir noch einen formidablen Speer und dann aber endlich machte ich mich auf, meine Umgebung ein wenig auszukundschaften. Ich latschte an wunderschön atmosphärischen Bachläufen vorbei, strich durch diverse Sträucher, freundete mich mit weiteren Bewohnern des Waldes an, spielte Fangen mit den Rehen, bewunderte die Schönheit der Wälder und steckte mir alles, also wirklich alles, was ich finden konnte, in den Schlund, bis ich an ein kleines verlassenes Zeltlager kam. Mein Augenmerk richtete sich sofort auf einen kleinen Gaskanister inmitten des Lagers und ich konnte einfach irgendwie nicht anders. Nachdem das genauso ausgegangen ist, wie man es erwartet hätte, folgte ich einem nahegelegenen Flussberg abwärts und bestaunte die unglaubliche Schönheit der Insel. Vor meinem inneren Auge hatte ich hier schon alles wegasphaltiert, doch ich konnte mich gerade so noch zusammenreißen, nicht die Industrialisierung der Insel auszurufen. Ich wollte ja erstmal nichts übers Knie brechen und machte mir, da es langsam aber sicher dunkler wurde, ein kleines Lagerfeuer. Ich spottete einen neugierigen Mutanten, welcher bei genauerem Hinsehen eine Die war und irgendwie freundlich erschien. Wie der nette Psychopath aus der Nachbarschaft lief ich also langsam und mit gezückter Axt auf sie zu und war äußerst verwundert über den schnellen Rückzug der Dame. Bleib hier, ich liebe dich! Es war mittlerweile so dunkel, dass ich mich dazu entschied, eine Plane und 2 Stöcke zu einem provisorischen Lager umzufunktionieren und mich erstmal aufs Ohr zu hauen. Ich wurde jedoch direkt wieder mit einem unverhältnismäßig lautem geweckt. Was geht jetzt ab? Was ist hier los? Auch der 2. und 3. Schlafversuch endete mit diesem Dong-Geräusch und nachdem ich Calvins ausgestrecktem Zeigefinger folgte, erfuhr ich auch den Grund für unsere schlaflosen Nächte. Wer bist denn du? Ein auf 4 Beinen krabbelndes Etwas. Ich ging instinktiv mehrmals schnell in die Hocke, das ist Minecraft für Hallo und freundlich, doch diese Art der Kommunikation schien dem Gollum-Verklatsch noch fremder zu sein als meinem Charakter die grundlegenden Prinzipien von Empathie und Mitgefühl. Nimm Calvin, aber lass mich leben, bitte! Gar kein Bock mehr auf diese Art der Gesellschaft, befahl ich Calvin mir zu folgen, schnappte mir meine Plane und rannte drauf los in die dunkle Ungewissheit. Nachdem ich genügend Meter zwischen mir und meiner alten Feuerstelle gebracht hatte, breitete ich erneut die Plane aus und war endlich in der Lage, bis zum nächsten Morgen zu pofen. Auf der Karte entdeckte ich einen kleinen leuchtenden Punkt und machte mich umgehend auf den Weg dorthin. Unterwegs stopfte ich mir noch diverse Pilze zwischen die Kiemen und erreichte letztendlich mein Ziel. Augenscheinlich ein kleiner Höhleneingang. Ich versuchte noch Calvin davon zu überzeugen, die Lage mal für mich zu überprüfen, doch musste mich letztendlich alleine durch die Felsspalte quetschen. Auf der anderen Seite angekommen, stellte ich zu meinem großen Entzücken fest, dass es sich hierbei wohl nicht um eine Höhle, sondern um irgendeine menschgemachte Anlage handelte, die natürlich umgehend und ohne zu zögern leer gelootet wurde. Gimmi. Der Lachse hatte allerdings noch eine besondere Besonderheit und zwar einen 3D-Drucker mit reichlich Kunstharz. Ich fing sofort an, mir einige Pfeile, eine Trinkflasche, eine merkwürdige Maske und ein bisschen Techmech zu drucken. Aus letzterem habe ich einen Teil einer Körperrüstung hergestellt. Zum Weihnachtsbaum bin ich wieder einen Schritt näher. Ich erforschte die unterirdische Anlage noch ein wenig, doch bis auf eine verschlossene Tür, für welche wir eine Art Keycard benötigen, gab es nicht wirklich viel zu sehen. Also quetschte ich mich wieder heraus, erzählte Calvin, was ich so gesehen hatte und schlug mich wieder in den Wald, um einen geeigneten Spot zum Niederlassen zu finden. Ich kam noch an diesen 3 Gräbern hier vorbei und nur das Fehlen einer Schaufel hielt mich davon ab, diese Gedenkstätte zu schänden. Dieser random Schrei hier von was weiß ich was ließ mein Herz in die Hose und meine Lebenserwartung um 5 Jahre sinken, bevor ich an diesem wunderschönen See Halt machte und sofort einen Spot für meine künftigen Bauwerke entdeckte. Ich zelebrierte diesen Fund mit ein bisschen Federkonfetti und stellte Calvins IQ auf die Probe, indem ich ihm befahl, mir ein paar Baumstämme zu bringen. Freudig nahm er meine Anweisung entgegen und stürzte sich sogleich in ein nahegelegenes Gebüsch, um sich ein paar Beeren zu gönnen.
Kelvin, mich beschleicht so der Verdacht, dass einer von uns beiden klüger als du ist. Doch irgendwann hat er den Weg zu einem Baum noch finden können und begann fröhlich darauf herumzuhacken, was sich ihm gleich tat. Das Bäumefällen ist irgendwie unfassbar befriedigend und sieht dazu noch richtig schnieke aus. Ich klemmte mir zwei Baumstämme auf die Schulter, legte sie an meinem neuen Lagerplatz ab und beobachtete Kelvin, wie er sich hingabevoll mit einem Baumstamm beladen auf den Weg zu mir machte. Ach ja, und ich hatte mich Gott sei Dank dagegen entschieden, ein Baumhaus zu bauen und wie man aus diversen anderen Erfahrungen gelernt hat, war das auch das einzig Richtige. Denn das Baumhaus ist anscheinend der natürliche Feind von Kelvin und er wird alles in seiner Macht Stehende tun, dich vor diesem Bauwerk zu beschützen. Ich fing erstmal sehr entspannt mit einem kleinen Unterschlupf an, welches dank Kelvins Hilfe im Nu Form annahm. Während ich da so stand und die Reflexion der Sonne im Wasser begutachtete, riss mich Kelvin plötzlich aus meinen Gedanken und mein Blick fiel auf die freundlich wirkende Mutantendame, welche mir schon zuvor begegnet war. Wie der Charmeur, der ich nun mal bin, rannte ich mit einem Baumstamm auf der Schulter ihr entgegen und erlegte die gute Dame durch das versehentliche Drücken der Werfentaste auch noch fast mit diesem. Ein tolles zweites Date auf jeden Fall. Während ich so fröhlich am Stämme spalten und mich mit den verschiedenen Baumechanics am Vertrautmachen war, sah Kelvin seine Chance, sich für meine Herumkommandiererei zu rächen. Elendiges Du! Weitere 5 Jahre Lebenszeit habe ich wohl durch diesen Jumpscare hier verloren. Oh, no, lasst mich doch alle in Ruhe, Mann! Dachte ich zu mir und legte im Schein meines Feuerzeuges die erste Bodenplatte für mein neues Häuschen. Sehr sexy, fast so sexy wie Kelvin hier, der sich mir à la Draw Me Like One of Your French Girls anbot. Ich gab ihm etwas zum Zudecken, doch zum Schlafen kamen wir leider nicht mehr. Kelvin hier zeigte auf das Offensichtliche. Wir hatten Besuch und das nicht von der netten Sorte. Als ich sah, wie einer der wandelnden Graffiti-Wände Kelvin zu Boden warf, war meine Gastfreundschaft spontan beendet und mit einem gezielt geworfenen Argument überredete ich den Herrn zum Gehen. Kelvin schien dem Aggressor allerdings zu verzeihen und kuschelte sich an seine Seite. In das Lagerfeuer. Bro, ernsthaft jetzt? Am nächsten Morgen sah ich einen leblos herumtreibenden Körper im Wasser, doch das daraufhin aufploppende Achievement ließ mich in dem Glauben, dass es sich hierbei um einen krassen Überlebenskünstler handelte, der wohl gerade eine kleine Pause einlegte. Vom Leben. Naja, ich fand noch ein leidendes Reh auf meinem Grundstück und nachdem ich meinen Speer aus ihm herauszog, beschloss ich, das arme Ding nicht länger leiden zu lassen. Bambi, es tut mir leid, aber du bist so lecker. Was soll ich denn machen? Mein Freund und Helfer verübte aus dem toten Winkel heraus noch einen weiteren Attentat auf mich. Ja, wenn Kelvin sich nähert, ist das immer wie, wenn dein Kater mit fokussiertem Blick eine dunkle Stelle in der Ecke anstarrt. Entweder kicken bei dem gerade irgendwelche Paras oder du bist gleich tot. So ein 50-50. Apropos, dieses Nahtoderlebnis hier hatte ich während meiner täglichen Waldrodel übrigens auch noch. Man könnte fast meinen, dass die Natur sich wehrt, in meinen Augen wurde es aber auch mal endlich Zeit, dass der Boden hier etwas Licht bekommt. Ich wurde weiterhin so dermaßen beim geschmeidigen Dahinbauen gestört, dass ich mich kurzum dazu entschloss, einen Zaun einmal komplett um mein Lager herumzuziehen. Dafür brauchte ich allerdings unverhältnismäßig viele Stöcke, doch Gott sei Dank kannte ich eine kostengünstige und willige Arbeitskraft in meiner Nähe. Kelvin, mein Freund. Nach einer halben Ewigkeit des Äste-Sammelns und Platzierens war meine Base endlich geschützt. Endlich sicher, endlich. Hey, wie bist du hier reingekommen? Du gehst jetzt aber nicht einfach da drüber, oder? Herrgott, verdammte Scheiße. Ich machte mich umgehend daran, den lächerlich ineffizienten Sound zu einer Wand aus Speerspitzen umzufunktionieren. Und mit Kelvins Hilfe hier hat das Ganze ein wenig länger gedauert als nötig. Doch letztendlich stand die Verteidigungslinie, welche zwar nicht undurchdringbar ist, aber fürs erste aller Angreifer zumindest etwas schwächen sollte. Die Funktionsfähigkeit dieser Verteidigung habe ich auch umgehend unfreiwillig getestet. Ich bin so dumm. Kelvin und ich waren mittlerweile ein richtig eingespieltes Team in Sachen Waldrodung und so ging es mit dem kleinen Butzenbau echt gut voran. Bis ich erneut Besuch bekam. Da hat wohl doch jemand Bock auf ein drittes Date. Während sie so vor meiner Vlad der Fehler-Vibes abgebenden Base herumdanzte, inszenierte ich mit Kelvin on the spot unseren ganz eigenen Brumpftanz. Wie zu erwarten, schlugen wir sie damit gekonnt wieder in die Flucht, doch unser Fokus lenkte sich umgehend wieder auf den Bau meines trauten Heimes. Und jeder tat halt, was er so konnte. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, doch sobald es eine Tür hat, darf ich es zu Hause nennen. Am nächsten Tag schickte ich Kelvin los, ein paar Fische zu holen und das hat überraschend gut funktioniert. Ich glaube, ich habe den Kerl wirklich unterschätzt. Ich glaube, Herz drauf. Ich glaube, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Während ich tausende Kilometer zurücklegte, um Baumstamm für Baumstamm an meine Hütte heranzuschleppen, machte ich mir eine innere Notiz, meine nächste Hütte in einem scheiß Wald zu bauen. Und Kelvin hier, der mehr Pause machte als alles andere, sah das, denke ich, ähnlich. Die innere Uhr der Ureinwohner sagte ihnen wohl, dass es mal wieder Zeit für einen Besuch bei mir sei. Und so bekam ich die Möglichkeit, die rote Maske, welche ich zu Beginn gedruckt und dann komplett vergessen hatte, mal zu testen. Angeblich soll man die Kollegen hier, solange man die noch nicht zu sehr verärgert hat, damit besänftigen können, sodass sie dich einfach in Ruhe lassen. Das hat bei mir allerdings nicht so richtig funktioniert. Und nachdem sich der eine ein Bein an meinem Verteidigungswall amputiert und der andere mich daraufhin bewusstlos geschlagen hat, wachte ich angebunden inmitten eines Kannibalenlagers wieder auf. Das Messer gezückt, die Seile durchgeschnitten und meinen Rucksack zurückgeklaut, lootete ich den Boys noch schnell das Lager leer und sprintete zurück zu meinem trauten Heim, welches, wie ich zu meinem großen Erschrecken feststellte, keine 20 Sekunden Fußweg entfernt war. Kelvin hier hätte meine kleine Gefangennahme und Fluchtaktion allerdings nicht weniger jucken können.
In der Abenddämmerung schlug ich noch ein Fenster in die einzige Wand meines Heimes und konnte nun endlich den Ausblick auf den See genießen. Oh, ja, guck dir das doch jetzt mal an hier. Doch lange hielt diese Freude nicht an, denn ich bekam schon wieder Besuch von diesen angemalten Nackedeis. Lasst mich doch einfach in Ruhe mein scheiß Haus bauen. Mann, manchmal will man einfach... Unsere Freundin hier hielt mich aber anscheinend doch für vertrauenswürdiger als die anderen Gestalten, die so auf der Insel herumfleuchten und kreuchten, und entschied sich von nun an in der Nähe meines Lagers zu chillen. Coole Sache dat. Mehr als auf die konstant nerviger werdenden Angriffswellen der Kannibalen zeigen konnte sie allerdings noch nicht. Mittlerweile im Herbst angekommen, unternahm ich eine kleine Erkundungstour, welche mich zu diesem an einem Wasserfall gelegenen Ureinwohner-Kannibalen-Lagerplatz Dingsbums führte. Mein Videospielinstinkt befahl mir sofort, in den Wasserfall zu rennen und nach einer geheimen Höhle zu suchen. Doch diese Neugierde wurde leider nur mit einer Steinmauer belohnt, was mich so sehr frustrierte, dass ich mich umgehend wieder zurück zum Lager und ans Bäume schleppen machte. Es fing an zu regnen und neben den geilen nassen Texturen und Wettereffekten gab Calvin auch noch seinen Batman-Zaubertrick zum Besten. Während ich so weiter am Schackern war, um langsam aber sicher mal ein Haus und keinen Schweizer Käse zu haben, machen es sich meine Kumpagnons am Lagerfeuer gemütlich. Symbolisch klatschte ich die Seite der Wand als erstes mit Baumstämmen zu. Am Abend blickte ich mich stolz wie Oscar in meinem trauten Heim um. Endlich war ich fertig, endlich konnte ich mich der Verteidigung widmen, endlich konnte ich eine zweite Etage bauen. Ja. Das macht Sinn. Während den Bauarbeiten bekam ich erneut Besuch und wollte mich mal ganz fix darum kümmern. Doch je näher ich dem Typen kam, desto größer wurde der irgendwie. Und auch nach einem Speer im Kopf stand der einfach wieder auf und klatschte mich aus dem Leben. Wieder erwachte ich in dem Ureinwohnerlager, wieder vergaßen die Boys mir das Messer abzunehmen, wieder schnitt ich mich los, wieder lootete ich fix das Lager und wieder legte ich einen Spur zu meinem eigenen hin, in dem der 5-Meter-Mann bereits auf mich wartete. Ich musste mein eigenes Haus wohl zurückerobern. Der Körperbau des Kollegen ist wie Seife am Seil, eigentlich nur wirklich nützlich im Knast, und so packte ich den Elektroschocker aus, um ihn mit einem gezielten Hieb zu Fall zu bringen. Doch selbst das hielt den Gigantos Maximus nicht lange auf, und während ich noch in meiner Waffenauswahl festhing und verzweifelt irgendetwas Wirkungsvolles gegen den Kerl suchte, machte ich erneut Bekanntschaft mit seiner Keule und wurde dieses Mal ganz final ausgenockt. Hau mir doch gerne in die Kommentare, wenn du noch mehr hiervon sehen willst. Ich wünsche dir noch einen geschmeidigen was auch immer und sage Tüdelü.